Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn es ist Challenge Time. Ja, Leute, Challenge Time und zwar in Master Duel. Denn ja, Leute, der eine oder andere weiß ja, dass ich Master Duel wirklich gerne spiele. Um genau zu sein, über 1000 Spielstunden. Und ja, von daher habe ich schon sehr viel dort erlebt. Aber eine Sache habe ich noch nicht erlebt. Und zwar, ich habe noch nie es geschafft, Exodia zu beschwören. Beziehungsweise habe ich es auch noch nie versucht. Wir werden also heute in Master Duel reingehen und eben gucken, ob wir das Ganze schaffen können oder nicht. Und das Ganze machen wir nicht irgendwie in einem privaten Raum gegen irgendjemanden. Nein, wir gehen dafür ins Ranked. Und nicht nur irgendwo ins Ranked, irgendwie bei Gold oder Silber oder so. Nein, nein, wir gehen direkt rein und zwar bei Master. Master ist aktuell die höchste Stufe an sich, die man Ranked haben kann. Und dort werden wir eben Ranked spielen. Bedeutet, wir spielen gegen volle Meter. Aber vielleicht schaffen wir das Ganze. Und ich hoffe, die Gegner werden nicht sofort aufgeben, wenn wir eben anfangen, unseren FDK zu starten. Denn wir wollen nicht einfach irgendwie Exodia bekommen. Nein, wir wollen das Ganze im ersten Zug schaffen. Also Leute, mal gucken, wie es geht und ab ins erste Duell, beziehungsweise bevor wir ins Duell gehen, erstmal zum Deck. Und da sehen wir auch schon das Deck und ich will gar nicht lange darüber reden, dann ist es eigentlich ziemlich simpel zu erklären, denn wir haben Exodia, ja klar, ne, brauchen wir irgendwie. Dann haben wir Bibliothek, die uns erlaubt, ganz viele Karten zu ziehen. Dann haben wir eine Karte, die uns erlaubt, Karten zu ziehen und die sagt, kein extra Deck, dementsprechend kein extra Deck. Dann zieh eine Karte, dann such eine Karte, zieh eine Karte, hol dir eine Karte, die zieht, leg rein, was du nicht brauchst, zieh eine Karte, beschwör wie eine Bibliothek, zieh eine Karte, such eine Karte, such eine Karte, brauchst du, um Karten ziehen zu können, such eine Karte, zieh eine Karte, zieh eine Karte, Zauberkarte eben, um die Bibliothek zu machen und natürlich dann zieh eine Karte, bis man sogar zwei. Ja, die ist aber sehr gefährlich, denn hier kann der Gegner dann in eine Handtrap reinziehen, denn das ist unser größter Feind. Unser größter Feind ist natürlich Lockbird und unser größter Feind ist Impermanence. Darauf müssen wir aufpassen. Und eine richtige Ash kann natürlich auch wehtun. Aber das ist das Deck und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. So, dann gehen wir rein ins erste Spiel. Master 5. Und oh, der Gegner steigt auf. Das wollen wir natürlich vermiesen. Wir haben hier die Ash gewählt. Und wir dürfen anfangen. Sehr gut. Wir haben hier die Ash gewählt, denn wenn wir die Ash haben, kann der Gegner sie nicht haben. Und mal gucken, was für eine Hand wir haben. Ein erstes Duell. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich, Leute, müssen wir das Ganze in einen Tempel machen. Also haben wir hier den geilen Tempel genommen. Und wir haben... die Hand ist ehrlich gesagt gar nicht so gut. Aber naja, okay, dann wollen wir mal versuchen. Wir fangen einfach mal an mit der Pendel Scale und wollen erstmal gucken, ob hier dann eben dementsprechend hier was reagiert werden kann. Wir aktivieren den Effekt, können hier drawn. Gegner kann hier anscheinend erstmal nichts machen. Dann aktivieren wir erstmal... Ah, Pot machen wir nicht, wir machen gleich direkt hier. Und wir nehmen alle drei weg hier. Pot lassen wir da, weil... Das ist, wir nehmen den Arm weg. Also, Exodia-Teile bringen uns erstmal gar nichts, weil, ja, was wollen wir damit? So, rein, rein und dann ziehen wir drei neue. Ja, den Topf, den wollen wir schon gerne behalten. So, wir ziehen drei neue und... Okay, 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 komm. So, jetzt eine Bibliothek und dann haben wir eine Chance. Jetzt eine Bibliothek. Oh, Exodia-Kopf. Upstart. Chicken Game. Chicken Game ist schon sehr gut, nehmen wir. Falls wir jetzt Pseudoräumen nachziehen sollten, ja, ist das natürlich besser. Dementsprechend jetzt into the white. So. Wir dürfen jetzt hier in die Leere und eine Karte ziehen. Hier haben wir Foolish. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Und ziehen eine Karte. Und noch ein Exodia-Teil. Warum? Warum ziehen wir denn jetzt so viele Exodia-Teile? Also, falls die Leute es nicht wissen, wir wollen erstmal keine Exodia-Teile ziehen. Wir wollen erstmal... Ja, das wird leider nicht reichen. So, das beschwören wir die. Ja, das war's. Das war's. Wir kommen nicht... Ja, welche möchtest du auf den Friedhof schicken? Wir möchten die auf den Friedhof schicken. Ja, das war's aber. Wir kommen leider ein zu spät. Das ist echt ärgerlich. Eis, wir können die uns suchen. Aber ja, können uns jetzt den holen. Und ja. Verdammt, der Gegner gibt auch nicht auf. Also, ja, okay. Counter und ja gut, hab ich gesagt. Ja, Leute, also das war ein Satz und X, das war wohl nix. Aber es soll eine Challenge bleiben. Also gehen wir ins nächste Duell. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es schon sehr crazy ist. Wir haben sehr viele Exodia-Teile gezogen, obwohl wir ja nur 5 im Deck haben. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch in der Theorie. Wir dürfen hier anfangen. Sehr gut, erster. Bedeutet, also los geht's. Ja, wir hoffen, dass der Gegner keinen Trap hat. Weil eigentlich war alles gut. Der Gegner hatte nichts. Wir konnten spielen. Er hat zugeguckt. Alles super. Ja, aber leider haben... der Gegner spielt auch das Spielfeld. Ja, da kommt das so ein Zeichen hier. Das ist so ein Zeichen. Ja, okay, wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Oh nein, er hat was. Nein, ja, Maxi ist ja egal. So, wir fangen an mit Bibliothek. So, und wenn der Gegner jetzt schon Impermanence hat, wird es kritisch. Wir fangen einfach mal an mit Chicken Game. Let's go! Chicken Game, ein Counter. Nein, 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 nein. Handzerstörung. So, und dann ziehen wir erstmal eine Karte. Eine Karte ziehen. Ganz entspannt erstmal. So, ziehen eine Karte. Exodia-Kopf. Natürlich, egal. Wir haben weiter. Into the Void. Ziehen eine Karte. Sehr gut. Weiter geht's.
Ja, Hansa-Störung wird jetzt immer hier. Toon World, auch sehr schlechter Draw. Aber egal, egal. Bisher bin ich happy, denn wir können jetzt hier Pseudoraum aktivieren und können jetzt hier eben aufgrund unserer Bibliothek die erste Karte ziehen. So, das heißt, eine Karte, immer wichtig, erst den Effekt nutzen, weil die ist wichtig. Schwert. Na gut, das kombiniert mit Hansa-Störung ist nicht schlecht. Wir können hier nochmal Chicken Game dann, also Hemmung, warum auch immer die auf Deutsch so heißt. Ich meine auf Englisch, so, beziehungsweise auf Deutsch, dann ziehe eine Karte und der Hammer. Okay, der Hammer. Aber ich finde die Handzerstörung. Ah, Toon World. Ne, wir machen erstmal den Hammer. Wir machen erstmal hier den Hammer und mischen alle drei weg. Wir mischen alle drei weg. So, wir mischen den weg. Wir mischen. Aber weißt du was? Handzerstörung auch. Komm, wir gehen komplett all in neu. So, 1, 2. Das heißt, 4 potenzielle Zauberkarten, die wir ziehen können. Heißt wieder genug potenzielle Karten zum. Das ist doch gut. Das ist sehr gut. So, weiter geht's. Wir können jetzt hier wieder Chicken, Upstart. Ja gut, das müssen wir noch gucken, was wir damit machen. Ich fange jetzt mal an hier mit Upstart, ne? Erstmal eine ziehen. Ganz entspannte Nummer. Topf, sehr gute Karte. Die nutzen wir aber noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier in Chicken Game rein. So, Chicken Game. Hui. Wir haben keinen Friedhof, deswegen müssen wir jetzt hier reingehen. Nutzen Effekt, ziehen wieder eine Karte. So, Gegner bisher. Upstart, auch sehr gut. So, wir ziehen hier noch eine Karte. Jetzt kommen wir in Plus rein. Noch eine Bibliothek. Kann nicht verkehrt. Also, das kann gut sein. Machen wir es mal so. Machen wir erstmal Upstart hier. Erstmal eine Karte solide. Ist vollkommen okay. Toon World. Das ist nicht solide. Wir können auch eine Karte ziehen. Also easy peasy alles. Also wir können jetzt. Ja. So, das gucken wir mal. Bambusschwert. Okay, das ist. Okay. Tunnelverzeichnis. Ja, das ist halt jetzt genau das. Tunnelverzeichnis ist halt nicht so worth, wie es wirkt. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade alles. Ja, wir gehen natürlich für mehr Spell-Counters. So. Jetzt kriegt ihr ja erstmal einen wieder mehr. Perfekt. Aktivieren wir Scale. Einen wieder mehr. Und bevor irgendwas gemacht wird, immer ziehen. Immer ziehen. Wenn man drei habt, sofort ziehen. Das ist, bescheiden. Okay, Into the Void ist nicht schlecht. Gehen wir erstmal mit Into the Void weiter. Ja, wir brauchen einen Hammer. Wir brauchen definitiv einen Hammer. Okay, ein Bambusschwert. Was hat er genau? Falls du ein Bambusschwert ausgerüstet Zauberkarte. Verflutet. Du kannst ein anderes Bambusschwert wählen. Kontrolliere, gib es auf die Hand zurück. Nö, wir aktivieren das jetzt einfach. So, und rüsten jetzt hier aus. So. Und jetzt können wir nämlich das aktivieren und können einfach zwei Karten ziehen. Das ist sehr gut. So, zwei Karten ziehen. Und Card of the Mice ist jetzt natürlich nur eine Karte, die gut ist halt, wenn wir sie am Start ziehen und keine Exodia-Teile, dann können wir halt eben das Ganze setzen. Bambusschwert, nochmal. Das ist gut. Wir können jetzt mal Pseudoraum aktivieren jetzt hier. Erstmal gehen wir jetzt hier rein mit Pseudoraum und ziehen eine weitere Karte. Ich hoffe ja irgendwie noch, dass wir irgendwie Summon holen. Genau. Das wäre jetzt ein Fail, wenn wir jetzt auf einmal Pseudoraum mit Pseudoraum banishen. So, aktivieren wir das. Drawn one. Ja, wir ziehen eine Karte. Easy. Handzerstörung. Die ist jetzt gut. Wir haben das Bambusschwert und das ist sehr gut. Okay, das Problem ist jetzt, wie gesagt, er kann in eine potenzielle Handtrap ziehen. Und das ist halt sehr gefährlich. Aber wir müssen es tun, weil, damit wir hier jetzt irgendwas machen können. So, wir nehmen die weg und wir nehmen Cut of the Mice weg. So, und jetzt komm, bitte, mach keine Faxen, mein Lieber. Mach keine Faxen da drüben. Ich muss. Zieh jetzt keinen Permanent. Okay, oh, Tragedy, okay. Springing Despia. Also spielen ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber der Gegner hat sich für das Deck entschieden. Er setzt auf die Despia-Strategie. So, okay. Ja, was willst du noch discarden? Er spielt 55 Karten. Okay, haben wir Glück. So, wir ziehen 2, er zieht 2. So, soweit, so gut. Okay, wir möchten seinen Effekt nutzen. Oh, Hammer auch gezogen. Ja, jetzt läuft. Oh nein, er hat eine Reaktion. Ja, egal, es sind Bestials. Ja, ach nee, Strategy ist das. Alles ruhig. Herzinfarkt. Er hat eine Ash. Ja, mach halt. Ist vollkommen okay. Mach alles. Es gibt zwei Sachen, die du dann haben darfst. Lockbird und Permanence. Rest ist mir egal. So, komm, weiter geht's. Ah, Effektwähler geht auch. Ups. Opening. Leg Opening rein. Ja, gute Idee gewesen von dir. Genau. Und jetzt liegt noch. Ja, genau. Aluba. Starke Nummer. Ich sage, Spoiler-Alarm, das Duell wird nicht mehr so lange gehen. So, wir haben noch 16 Karten. Wir haben noch diverse Aktionen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die. Das wäre ein so gutes Ash-Target jetzt. Also wenn er gegen als Ash gezogen hat, er hat keine Ash gezogen. Okay, das ist wild. Erstmal eine Karte ziehen. Okay, jetzt kann er sogar Impermanence haben. Das wäre nicht so schlimm. Hat er aber nicht. Okay, dann ist er super. Da machen wir nämlich jetzt hier. Das war's. Also, er kann nichts machen. Also, ich weiß nicht, was er jetzt haben kann. Weil jetzt beschwören wir noch eine. Und ja, ich meine, what you wanna do? Wir aktivieren das. Ja, komm. Wir suchen Tunnel, das war dahin ist. Kriegen alle ein, zwei Counter.
Dann haben wir noch diese schöne Karte. Ich weiß gar nicht, ob wir die Exodia-Teile reinmischen wollen. Aber ich glaube, wir mischen die rein. Komm, mehr ziehen. Mehr. Hab ich ziehen gesagt? Wir ziehen. Wir ziehen. Ziehen ist die Aufgabe. Und das machen wir jetzt natürlich auch hier. Ziehen, ziehen. Weg. Und die auch weg. Ja, Bambuschwert, ganz ehrlich. Wenn wir es nochmal ziehen, ist okay. Aber brauchen wir halt ja theoretisch nicht. So, mischen. Nein, nein, nein. Die brauchen wir unbedingt. So, zieh, 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 zieh. Ja, gut. So, drei Counter. Wichtig. Drei Counter. Ziehen. Und Upstart. Perfekt. So, Upstart. Boom. Ah, nee, das war dumm. Erst Tunnelverzeichnis. Egal. So, okay. Fossile Ausgrabung auch perfekt. So, wir haben drei. Ziehen. Wichtig. Jetzt auch egal, wie wir Tunnelverzeichnis ziehen oder so. Exodia-Teil. Perfekt. So, Inhaltsverzeichnis. Let's go. Holt uns. Inhaltsverzeichnis. Super gut. Deswegen spielen wir die überhaupt. Damit wir eben hier viele Counter kriegen. So, und dann haben wir die nächste. Wichtig. Counter im Auge behalten. Das sage ich ja ganz wichtig. Ziehen wir. Tunwelt. Perfekt. So, wir haben noch sieben Karten im Deck. Dann heißt das hier ziehen. Wir ziehen again eine Karte. Exodia fast complete. So, zahlen nochmal 1000 Lebenspunkte. Ist uns komplett egal. So, dann dürfen wir hier wieder eine Karte ziehen. Dürfen wir uns noch eine Karte ziehen. Exodia-Teil? Nein, kein Exodia-Teil. Ist aber egal. Oh, wir müssen aufpassen, ne? So, und jetzt kommt zwei Karten ziehen und... Ja, das ist jetzt ja, Pech, würde ich sagen. So, Hemmung wird aktiviert. Boom. Ich meine, wir können genug ziehen. Also ist ja klar, dass wir jetzt gewonnen haben. So, Bibliothek ziehen. Und, ey, das ist auch ein bisschen Verarschung. Also ein bisschen fühle ich mich verarscht. So, hier, Bambuschwert ist Jacke wie Hose. So, darauf. Counter, Counter. Ziehen. So, wir können zwei Karten ziehen. Ey, und es ist die letzte Karte. Es ist die letzte Karte. Ja gut, okay, dann ist es halt die letzte Karte. Wir ziehen eine Karte, das ganze Deck. Exodia, let's go! Das erste Mal geschafft. Zweite Duell. I mean, ist ein guter Schnitt. Exodia. Die Verbot, ne? Ja, und sie macht nur so anstatt so. Ist ein bisschen schade, aber gewonnen dank des Effekts von Exodia. Die Verbot, ne? Aber Leute, einmal gewinnen, das kann ja jeder. Ich würde sagen, wir gehen einfach in das nächste Duell rein, versuchen das Ganze nochmal. Ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass der Gegner nicht aufgegeben hat. Oh, beim nächsten Sieg steigt er auf. Ich weiß gar nicht, was beim letzten auch so. Wie dürfen wir wieder anfangen? Perfekt, okay, komm. Let's go. Wir zerstören hier Träume gerade, was denn das Wort ist. Die wollen zu Master 4 aufsteigen und wir schaffen das gleich mit Exodia. wäre schon sehr lustig, wenn ich im Laufe jetzt hier einfach von Master 5 auf Master 4 aufsteige. Und, wir haben eine super gute Hand. Bitte, hab keine Impermanenz. Okay, okay, die Hand ist super gut. Bibliothek. Bibliothek. Nein, er hat eine Aktion. Maxi, ja, nur Maxi. Maxi ist egal. Maxi ist nur minus 1. So, los geht's. Upstart Goblin. Eine Karte ziehen. Nein, er hat eine Aktion. Egal, ist egal. Im Chicken Game. Das ist auch sehr gut. Chicken Game, sehr gut. Er hat eine Interaktion. Oh, ich hab so Angst. Er hat eine Interaktion. Chicken Game, zieh eine Karte. Noch eine Bibliothek. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Hilft uns natürlich nicht, weil wir theoretisch schon eine haben. Exodia-Teil. Auch nicht gut. Aber jetzt. Die Wahrheit. Es kommt durch. Okay, es kommt durch. Das ist schon mal gut. So, wir können nochmal Into the Void aktivieren. Ob wir das Bambuschwert haben wollen oder nicht, werden wir sehen. Cut of the Mice. Ah. Schwierig. Das ist jetzt ein sehr schwieriges, sehr großer Zwiespalt. Also wir können halt das wegmachen und dann vielleicht in Karten des Untergangs. Ja, wir versuchen es. Wir versuchen Karten des Untergangs. Wir müssen ja nur jetzt. So, Exodia Teil 1. Zeigt er eigentlich vor? Nee, er sagt nur, dass ich was zurückmische. So. So. Okay, komm. Nur Spells, bitte. Nee, die behalten wir. Nur Spells. Warum denn nicht? Egal, nicht schlimm. Alles gut. So, wir setzen. Noch haben wir lange nicht verloren. So, jetzt kommt das. Ziehen 2. Port of Greed erstmal. Let's go. So, dürfen jetzt natürlich hier keine Spezialbeschwörung machen. Aber, das sieht aber noch nicht so gut aus. So, ziehen wir jetzt eine Karte. Gebrochenes Bambusschwert. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Foolish. Wir legen natürlich jetzt das andere Schwert rein. Man hätte es auch andersrum machen können. Also erst reinlegen und dann ziehen. Aber ja. So, aber ihr denkt dran, Bibliothek immer zuerst. So, das sind einfach vier Karten, die wir ziehen. Okay, das ist sehr gut. Ja, sieht auch gut aus. Ich find's geil. Also denkt dran, ne? Er würde aufsteigen, wenn er jetzt gewinnt und er verliert gerade gegen Exodia. Es ist unglaublich. Ja, jetzt fangen wir an, ne? Draw 2. Wir dürfen Hand...
Pseudoraum auch sehr gut. Ja, und dann ziehen wir eine Karte. Er lässt uns machen. Er lässt uns komplett durchziehen. Okay, dann lass halt durchziehen. Oh, tu, also dein ist. Let's go. Okay, es wird. Wir haben's. Also, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Was hat er denn? Warte mal. Was hat er denn? Also, jetzt for real, was hat er? Welche Karte kann reagieren noch aktuell? Auf was wartet er? Eine Ash? Alter, hätte ich schon auf Card of the Mice gemacht. Also, definitiv auf Card of the Mice. Ja, und dann nochmal Tunnelsverzeichnis. Ey, das ist so gut, Tunnelsverzeichnis. Es verdünnt euer Deck. Bedeutet also, ihr kommt halt schnell an die Exodia-Teile und ihr kriegt Spells, was halt unglaublich gut ist. Komm, wir haben auch schon viel zu viele Karten. Also, natürlich nicht zu viele, wir haben noch nicht genug. Wir wollen mehr. Mehr ziehen. Noch eine Bibliothek. Ja, das bringt uns natürlich erstmal jetzt gar nichts, aber ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir ziehen einfach erstmal einfach zwei Karten. Ich meine, wenn man es kann, dann kann man es, ne? Zwei Karten ziehen. Noch, also so langsam. Warum denn so viele davon? So, das hier noch. Warum denn so viele? Also, muss doch nicht. Muss doch nicht. Ja, wir haben halt fossile Ausgrabung. Was ist das? Wirf zwei Karten ab, suche eine Zauberkarte. Wir nehmen halt natürlich Pot of Greed. Dann ist natürlich klar. Ne? Also einfach goldenes Bambusschwert. Also da sind wir schon golden. Upstart. Nehmen wir natürlich mit. Upstart ist gut. So, so langsam kann auch Summon kommen. Dürfen wir gar keine Summon machen? Ich glaube, wir dürfen. Was sagt Cut of the Mice nochmal genau? Also, wir können es ja testen. Ist ja eh eine Spell. Also von daher ist das ja egal. So, wir ranken echt ab damit. Ja, es geht sogar. Es geht nur Spezialbeschwörung. War irgendwie logisch. So, ja, jetzt haben wir langsam das Problem. Warte, wir haben noch einen goldenen Bambusschwert im Deck, ne? Oh mein Gott, wie gut. Machen wir so. Dann discarden wir die und discarden wir die. Und suchen uns natürlich wieder das Ziel aus. Das hier, weil das einfach zieht zwei Karten. Nehmen wir sofort. Und dann, drei Karten, wichtig. Ziehen, nicht vergessen. Das vergesse ich, habe ich jetzt auch fast vergessen. Wir dürfen uns jetzt das andere Goldschwert holen. Ja, ich meine, wir haben zweimal C2 plus noch Pseudoraum, der ebenfalls uns nochmal erlaubt, hier eine Karte zu ziehen. So, C1. Noch ein Pseudoraum. Ja, gut, das ist jetzt nicht so gut. Sagte er und ziehte weiter zwei Karten. Da ist Hemmung. Egal, weiß, was besser als eine Karte ziehen? Zwei Karten, also ziehen wir nochmal zwei Karten. So, wir ziehen nochmal zwei Karten. Handzerstörung jetzt auf keinen Fall aktivieren. Wie gesagt, das wäre jetzt fatal. Alpro-Spielzug, genau, wir nutzen jetzt Effekt hier. Nehmen jetzt Hemmung weg. Guck mal, Leute. Da wäre mir. Nein! Irgendwie darf! Nein, das lasse ich nicht zu! Warum? Warum? Nein! Okay, wir haben sein Leben zerstört. Okay, nein! Ja, Leute, schaut euch das an. Rank up! Okay, warte. Matchverlauf. Jetzt wollen wir mal gucken, natürlich. So, wir wollen gucken. Bestätigung des Decks. Labyrinth geschieht. Okay, er hatte einen der Kleinen auf der Hand. Ja, Leute, so können wir das nicht lassen. Wir gehen in das nächste Spiel rein. Im nächsten Spiel, jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass wir wieder anfangen dürfen, denn unser Deck hat eine Schwäche. Going second gehen. Dementsprechend wollen wir natürlich first gehen und wir haben. Yo, was für ein Glück. Okay, er rankt nicht ab, aber er weiß nicht, worauf er sich einlässt. Er denkt sich so, okay, eine Ash, okay, hier Licht, ja, Licht, die Licht des der Zerstörung wird kommen. So, wir dürfen anfangen. Bitte, bitte, bitte. Wieder eine gute Hand. Ey, bisher, wir haben einfach unnormal Glück. Und. Sehr gut, sehr gut. Noch ist nichts verloren. Oh, Gegner in Interaktion. Ja, egal, Maxi. Würfel der Maxi, das ist egal. Finde auch geil, wie er sich das Elend anguckt. Also der Gegner eben. Das Elend sich anguckt, aber nicht aufgibt und dann irgendwann dann. Leben am Limit. Also noch ist gar nichts. Wir sind jetzt von Karte zu Karte. Ist gerade alles entscheidend, ob wir das schaffen oder nicht. So, jetzt ziehen wir erstmal eine Karte. Boah, ein Bambusschwert. Bitte ein Bambusschwert. Bitte ein Bambusschwert. Bitte, bitte, bitte ein Bambusschwert. Ja, draw one. Boah, bitte ein Bambusschwert. Bitte, 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 bitte. Egal, ist kein Bambusschwert, aber wir sind noch im Live. So, Effekt. Okay. Okay, Effekt. Was kommt jetzt? Ja, ein Counter. So, oh, Bambusschwert. Okay. Tunwelt, wir sind noch im Spiel. Tunwelt, okay. Komm. Wir sind noch im Spiel. Zieh eine Karte. Komm, bitte. Bitte irgendwas Gutes, bitte was Gutes. Schenke, wir sind noch im Spiel. Oh, wir sind noch im Spiel. Oh mein Gott, okay. Es ist close. Es ist closer, als es sein sollte. Okay, komm. Zieh eine Karte. Komm, bitte. Wir sind noch im Spiel, wir sind noch im Spiel. Nein, keine Ash. Nein, danke. So, wir sind noch im Spiel. Wir hatten eine Aktion. Vielleicht ist es auch nur. Ey, wir hangeln uns gerade durch. Ey, komm, einfach Bambusschwert. Wir sind im Spiel. Bambusschwert. Nein. Also ist das egal, ne? Steht sogar, wenn es aktiviert wurde. Ja, ist ja egal, dann Ash. Okay, komm. Zieh.
Zieh eine Karte. Und. Nein. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Pass. Ja, Leute, aber ey, wir haben es zweimal geschafft. Ey, den Sieg gönnen wir dem Gegner. Wir spielen wieder gegen Libra. Ah, fair enough. Naja, aber Leute, was kann man sagen? Es ist definitiv möglich, Exodia im Master zu beschwören. Sogar im höchsten Rang im Master. Jedoch, müssen wir halt gewisse Faktoren haben. Oder sogar ein Royal. Er hat es verdient, auf jeden Fall zu gewinnen. Und zwar, wir müssen natürlich Going First gehen und müssen wirklich darauf hoffen, dass er eben keine Impermanence, kein Veiler, kein Lockbird oder eventuell passende Ash. Also hier jetzt irgendwo eine Ash wäre auf jeden Fall auch fatal gewesen. Von daher, ja Leute, das Ganze funktioniert. Aber es ist schwieriger, als ich dachte. Der Gegner zieht jetzt auch Karten. Und ja, das wird jetzt sehr wehtun. Das ersparen wir uns lieber, denn wir gehen jetzt einfach raus auf Folge. Falls ihr irgendeine Idee habt, was wir ebenfalls im Master schaffen sollen, schaffe ich es vielleicht, die Götter alle zu rufen oder so, schreibt doch mal unten in die Kommentare. Und ich werde mal dann rauspicken einen Kommentar. Und dann eventuell das Ganze eben auch umsetzen. Challenge Time ist es. Ich liebe es Challenge. Oh, Fenrir jetzt, Alter. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Ja, für uns ist es komplett vorbei. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare und... Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.